Willkommen zurück zu Let's Play Ark Survival Evolved. Beim letzten Mal haben wir die Höhle nicht fertig bekommen. Ich habe aber im Singleplayer mir die mal ein bisschen näher angeguckt und ja, wir machen das fertig. Max, wenn du kriegst eine Aufgabe. Ja. Ich will mir die Brille mal anschauen. Mach mal 6 Stein Foundations. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bis 12 Ceilings aus Stein und Rampen. Für die Dinge halt. 6 weiß schon. Stein Foundations, okay. Guck mich an. Oh, du wirkst sehr belesen, Doktor. Das ist übrigens eine Schallbrille. Das ist ein neues Werkzeug in der 9. Staffel. Aber der Doktor ist auch schon ein alter Mann. Okay, wir machen ein bisschen Buff-Food. Sims habe ich schon geholt. Wir brauchen. Geh rein. Ich muss noch Fleisch holen. Türen gehen nicht auf. Ich pack auch noch ein bisschen Stimulant in den Cooking Pot, ne? Ja, klar. Hol das schon mal ein Ziel von oben und tu das da rein, aber noch nicht anmachen. Ich muss noch gebratenes Fleisch nehmen. Wir haben sogar noch ein bisschen Curry da. Frida Curry, jawohl. Außerdem hol mal rote Beeren. Rote Beeren und Narkotics, die müssen da rein. Und dann können wir noch ein bisschen Heiltränke machen. Essen holen. Sonst bin ich am Arsch. Ja, mach einfach. Das kann ja drin bleiben. Das kommt nicht da rein. Dann brauchen wir die Beeren, haben wir. Und für die Rezepte brauchen wir noch. Das könnte scheiße werden. Egal, wir holen jetzt ja die Rezepte. Longgrass Rocker Rot. Oh, da muss auch Narkotik rein. Okay. Narkotik holen wir noch. Und der braucht Several Root Rocker Rots. Okay. Several Roots. Das sind keine Server Roots, das sind Rocker Roots, aber die brauche ich auch. Und Rocker Roots, und was noch? Longgrass. Das ist Longgrass. Das ist doch was? Nein, wir brauchen noch ein paar mehr Rocker Roots. Und dann werden wir alles da schön zu einer Matschepampe da zusammenrühren. Wir haben den Helmbug gefixt, ne? Helmbug? Dass in dem Helm Löcher drin waren und der so komisch verbuggt war. Jetzt ist es wieder der einheitliche. Wieder machen wir das eben live Let's Play. Das heißt, hin und wieder kann ich hier auf den Chat eingehen oder muss sogar. Ich habe nur die Notifications aus meinem Chat, aber letztens hier oben die Spende von It's Beam. Nein, das ist nicht der echte. Eigentlich hast du sogar im Chat It's Bam und nicht Beam. Sah halt scheiße aus für eine Aufnahme. So, was fehlt? Ich sortiere die kurz, dass wir nur das machen, was wir brauchen. So, für die hier brauchen wir Longgrass Rocker Rods. Dann kann Zitronen raus. Brauchen wir Zitrone? Longgrass Rocker Rods Server Root. Und Tinterberries für Heiltränke, ne? Dann habe ich die Zitrone versehentlich genommen. Genau. Behalte noch im Inventar die Beeren und die Heiltränke. Pack kurz die Zitronen wieder weg, weil die brauchen wir nicht, oder? Habe ich jetzt. Heiltränke und Beeren. Ich habe nur Beeren geholt. Rote Tränke brauchen wir und Narkotics. Tu dir noch nicht da rein. Ich muss kurz rausschmeißen, sonst machen wir alles durcheinander und dann kommt irgendwas ganz Neues bei raus, was wir nicht brauchen. Da kommt ja, ich will die Chilis hier nicht machen. Ich brauche Zitronen. Oder warte, es könnte vielleicht sogar doch klappen. Mal gucken, was passiert. Ah, genau. Damit habe ich gerechnet. Weil die brauchen wir nämlich nicht. Der braucht, ich glaube, Major Berries, ne? Energy Brew. Ja, die braucht man nicht, aber der macht die. Ich mach mal kurz. Fuck, was braucht der Energy Brew? Was ist das andere? Endostrew? Der macht die hier nicht, das ist schlecht. Der soll die hier machen. Ist dieses Endostrew die Buff-Food? Ja. Das Fria Curry und das Endostrew. Ich habe hier was vergessen. Longgrass, Rocker Rod, Azul Berries ist drin, Major Berries ist drin. Narcotics, mach mal Narcotics rein, schnell. Ja, aber ich komm. Oh, ran. Jetzt, schnell. Ja, ich. Und wir brauchen noch ein paar Stims. Der verbraucht die ganzen Stims hier für diese scheiß. Oh, ich guck mal nach, was der verbraucht. Das geht ja gar nicht, dass der die macht. Die brauchen wir nicht. Thatch, Narcotic and Other Drugs. Azul Berries und Stims. Ah, okay, das ist die Kombination, die die Fehler macht. Na, egal. Stims ist blöd, aber was willst du machen? Hast du immer noch nicht reingetan? Komme doch gerade. Warte mal. Jetzt ist es zu spät, ich hab die ganzen Azubäbel schon verbraucht.
Die brauchen wir für, ja, die hier. Denn der hat aber keine Stims. Oder? Ne, er wollte die Narcotics. Okay, ich mach kurz die Stims raus. Mach mal die Narcotics rein. Ich gehe eben neue Azubis holen. So, 1200 Narkotik. Ja, so viel war auch jetzt nicht nötig. Energy Blue packe ich nach oben in den Kühlschrank, ne? Ja, ja, kannst machen. Wir können die aber auch mitnehmen, wenn wir wollen. Oder? Wir brauchen jetzt nicht trinken, ist egal. Wir haben sogar noch voll Chili noch ganz wieder da oben. Die Chili brauchen wir nicht. Chili erhöht die Laufgeschwindigkeit und die Crafting-Geschwindigkeit. Wir brauchen kein Chili. Wir brauchen rote Tränke und wir brauchen das ist Buff-Food, was wir da haben. Das war falsch, ich hab Major Berries geholt. Scheiße, ich brauch die blauen Berries. Was ist mit Cherry oder wie das heißt? Ja, das brauchen wir. Andrew Stew und Fear Curry, das brauchen wir. Das eine ist gegen. Warte, das eine ist gegen Kälte, das andere ist gegen. Ist Fear Damage. Das ist okay, ein bisschen. Soll ich noch ein bisschen Cooked Meat holen? Brauchen wir welches? Klar. Warte mal. Fear ist. Wir haben kein Cooked Meat mehr da drin. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen kein Cooked Meat mehr. Cooked Meat war für das andere Buffut. Hallo? Ah, ein Lake. Wie schön. Ich hab schon keinen Bock auf diese scheiß Glastüren, ey. Die nerven. Ich finde, die nerven wieder so hart, ist der Praktikant ey. Wieder die, Weg damit. Boah. Es stört mich halt. Jedes Mal, wenn ich irgendwie reingehen möchte, muss ich diese scheiß Dinger noch aufmachen. Nee, du sollst hier nicht rumschießen. Ja, auf einmal. So, macht er solche? Ja, jetzt macht er welche. Und die Sims, die brauchen wir nicht mehr. Ich hab gar keine Kugeln mehr. Ja, alles im Rango drinne. Gut, das ist Barfoot, was wir brauchen. Wir werden jetzt noch ein paar rote Tränke machen. Wenn wir hiervon so 10 Stück haben. Ich meine, das war ein bisschen übertrieben. Okay, braucht man denn reicht eigentlich schon. Tränke? Rote Beeren und Narcotics. Ich gehe mal kurz zum Bond und hole ein paar. So, dass ich hab von rote uns Beeren. Ja, dann tu rein. Wir haben schon reichlich drinne. So. Ja, aber ich habe nicht so viele, nur 300, nur 100. Ah, sag das doch, dass du. Also, ich gehe extra welche holen, dass wir viele haben. Ich hab welche dabei. Aber nicht so viele. Und ich renne hin und her. Nur zwei, das sind nur 3 Stacks. Oh, ich habe ein bisschen mehr kaputt gemacht als geplant. Egal. Was? Ja, muss der Praktikant das wieder reparieren? Ja, das ist krass. Der hat trotzdem noch den Greenhouse-Effekt, das heißt, es kann ruhig offen bleiben. Der hat doch den Greenhouse-Effekt, obwohl das kein geschlossenes System mehr ist. Was hast du denn noch kaputt gemacht? Ich hab den Türrahmen versehentlich kaputt gemacht. Ich wollte nur die Tür kaputt machen. Der Türrahmen ist noch da. Nee, ich meine im Greenhouse. Im Gewächshaus bei den Pflanzen. Oh, das schießt ja wieder. Ist egal, das kann ruhig so bleiben. Die Wirkung ist immer noch da. Ja, aber nicht mehr voll hundertprozentig, ne? Doch, 300%, von 300%. Obwohl es kein geschlossenes System mehr ist, ist es immer noch drin. Es funktioniert so. Geh doch rein, guck nach. Ist ja wieder das Ding kaputt, ey. Egal. Hm. War eh scheiße. Die Türen sind zu eng. Denk an Party. So, das sollte auf jeden Fall denk ausreichen. Party. Bam. Und der baut wieder scheiße und verbraucht unsere ganzen Sachen. Ja gut. Leute, zeigt noch kurz die roten Tränke, wie man die macht, weil sonst fragen wieder Leute, ey Daniel, wie macht man das? Und naja. Wenn Leute dann sowas fragen und ich mache das, dann weiß ich, die gucken die Videos eh nicht und denken, ich wäre arg Wikipedia. Das will ich natürlich dann vermeiden. So. Okay, ja, geht nicht rein. Arg Wikipedia. Ist voll. Halt's Maul. Ja, du bist aber schon sowas wie ein Arg Wikipedia. Quatsch. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 18 Stück, also wir brauchen rote Beeren und die, und dann kommen die dabei raus. Gut, ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns dann wieder in der Höhle, ungefähr an der Stelle, wo wir vorher waren. Bis gleich. So, wir haben einen Teilnehmer ausgetauscht. Der Marksman muss leider zum Freund von ihrer Mutter. So, jetzt stimmt's. Und der Marvin ist wieder dabei. Da ist der Joker, statt Haley. Ola Cheetah. Jo. Wir haben natürlich, weil wir wissen, drin gibt es ein Artefakt, ein neues, haben wir Artefaktträger mitgenommen und ja genau, schlag mir ruhig die Tür vor der Nase zu. Gerne, heute du. Machen wir platt und oh, ein Autoturret und oh, noch ein Autoturret. Ja, ach ja, die, das Tolle an den Dingern ist ja, die wären auch
Raketenwerfer ab. Ich mach die mal, weil die hier vorne sind, auf, was stehst du? Tamed Creatures. Player und Friend. Genau, Players or Tamed Creatures only. Und du? Fuck. Ups, das war falsch. Das war falsch, tut mir leid. Hast du eigentlich gebratenes Fleisch für dich mitgenommen? Ja. Gut. Aber nicht viel. Ja, ist ja. Egal, dein Problem. So. Das war gerade ein Fehler von mir. Anmachen. Players or Tamed Creatures only. Und auf High. So, jetzt stimmt's wieder. Weil wenn jemand reinkommt, der wird sofort gekillt. Weil jetzt soll keiner mehr rein. Und wenn wir jetzt weiter hier nach hinten gehen, kommst du? Wo bist du? Ja, ich bin ja schon da. Du bist schon hinten. Dann... Ich sehe ja schon ein paar Namen hier. Da sind unsere 5 Racks. Guck, ob die noch leben. Wir haben die ein bisschen allein gelassen. Ja. Und da ist noch ein Auto-Schwert. Juhu! So, krass. Die leben ja echt noch. Ich muss noch die Sachen aus dem Quetzal rausnehmen. Scheiße, warte mal kurz. Du kannst ja... Nee, warte lieber. Wir müssen die zu zweit rausbuxieren, sonst kriegen wir auch Probleme mit den Tieren, die da sind. Die Damage-Buff-Foods sind für die Drags gedacht, ne? Wir kriegen die Kälteschutzdinger. Und da, wo du jetzt stehst, da war eigentlich auch ein Spawnpunkt für Wölfe oder so. Deswegen haben wir dazu gebaut. So, Dinge, die zwingend notwendig sind, einfach mal wieder vergessen. Das brauche ich alles. Das habe ich eben gefunden. Und das war's schon, ne? Ja, die Strukturen muss ich mitnehmen. Das brauche ich, weil uns gleich ein paar Sachen den Weg blockieren. Und sicherheitshalber nehme ich mal ein paar Grappling Hooks mit. Sollten wir auf ein Loot Crate treffen, dass wir den looten können. Weil ich weiß, da spawnt einer, da kannst du nicht hinspringen. Den habe ich gestern schon mal gesehen. Und das ist natürlich nicht so geil. Also ganz hart komischen Spawnpunkt. Irgendwie so halb an der Wand, an so einer Schräge, wo man nicht drauf springen kann. Da ist dann deswegen vielleicht ganz nützlich. So. Krass hier. Ne? Die Level so. Ja. Genau, der Marvin, der kennt Julian nämlich noch gar nicht. Für den ist das ja alles neu. Mega Piranha 180, yo. Ach, bist du rausgegangen? Okay. I'm out. I'm out. Ja, komm rein. Nee, ganz raus hier. Weil Mega Piranha 180. Die greifen die Rex nicht an. Wir sind safe. Ja, aber die greifen mich an. Schau mal. Ja, geh doch nicht ins Wasser. Dafür haben wir doch die Rex hier stehen. Okay, so, mal kurz hier so gemacht. Die stelle ich mal auf passiv. Gut, hier, nimm dir auf den roten ein Weibchen und ich nehme Männchen oder umgekehrt. Mal gucken, was habe ich denn hier gerade genommen. Das ist männlich. Ah. Ja, dann ist der hier weiblich, super. Pass auf das Wasser auf, die sind tödlich für uns. Kabelträger, okay. Ich renn rüber. Das Wasser macht Schaden, also passt da auf. Und gib dein, halt die braune Suppe dem Rex. Komm aus dem Wasser raus. Das macht dir Schaden. Ja, ich bin etwas zu fett hier, warte, so. Okay, pass mal kurz auf mich auf. Ich gehe kurz rüber, Tür zu machen. So, der muss noch ganz kurz die hier wieder auf Following machen. Na komm. Okay. Und neutral gestellt. So. Dann gebe ich dem hier jetzt ein Buff-Food. Das ist das Richtige, ne? Ja, Endurance Use Buff-Food. Remote Use Item, macht einmal Damage. Okay. Und ich krieg das Freer Curry, damit wir hier weniger Kälteschaden bekommen. Und natürlich Fleisch. Fleisch ganz wichtig, um halt auch Schaden hochzuhalten. Und ohne Ende Heiltränke. So, jetzt haben wir auf jeden Fall unseren Mate Boost und wir können hier weiter. Wir haben ja beim letzten Mal schon mal gesehen, da vorne. Oh, das ist ein Yeti. Das sind sogar zwei. Kommst du? Ich brauche jetzt Mate Boost. Das sind einfach mal zwei Yetis wieder. Heißen die wirklich Yetis? Die heißen Yetis, ja. Nee, die heißen hier Yetis. Aber wenn man die tötet, kriegt man das. Als wenn man so diese großen Affen getötet hat, dieses. So, und Eintrag los geht's. Ja, genau. Das sind einfach nur unbenannte von denen. Pass auf das Wasser auf, ne? Die machen uns Schaden. Das Wasser. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einen Damage Boost und Mate Boost. Ich glaube, gerade hochgelevelt sind die Tiere nicht. Aber ist auch egal. Boah, wie viele das sind. Greif weiter an. Oh Gott, drei, vier Stück. Vier Yetis einfach mal. Pass auf, die hauen hier richtig böse Schaden rein, ne? Wir haben schon versteckte Sattel drin.
hätte mal den Autoscreen-Klicker anmachen sollen. Die Perantö. Ja. Das wird lustig. Du kriegst hier übrigens keine Wölfe oder so rein. Ne? Du musst hier tatsächlich die Tiere einfach leveln, hochziehen, ausbrüten. Durch diesen engen Schlitz da draußen, da kommt hier kein Tier rein. Boah, die sind so unnötig stark. Oh. Und wir haben nicht gerade die schwächsten Rex genommen, die wir hochzischen konnten. Lass den da links erstmal platt machen. Pass auf die Fledermäuse auf. Sind die hart? Ja. Ja. 188 übertreibt direkt. Das war wahrscheinlich der kleinste von denen hier. Guck mal, die anderen sind nämlich noch nicht tot. Die haben erstmal Schaden bekommen, sichtbaren. Wolle, wie soll man das denn bitte schaffen? Ja, so wie wir das gerade machen. Siehst du doch. Wir schummeln ja nicht oder so. Wir haben die ja hier vorbereitet, die Höhle. Ja, trotzdem extrem. Ist doch cool. Ist Endgame. Und leider sind die Loot-Crates hier nicht so besonders, denke ich. Ich habe hier einen primitiven Schildkrötensattel gefunden, aber mit 40 Verteidigung. Es könnte echt sein, dass man hier richtig gute Sachen findet. Könnte aber auch sein, dass man hier richtig Scheiße findet. Genau, eine Journeyman. Muss das richtig gut sein. In Singleplayer habe ich eine Journeyman Pump Action Shotgun hier drin gefunden. Was war der? Krass. Ich habe das Level nicht gesehen. Oh, Junge. 184. Was? Wenn man da wirklich so hartes Zeug drin findet, boah. Ja. Und 236, okay. Alles auf Melee Damage leveln. Oh Gott, das waren ein paar Level. Mal kurz den Autospeed-Klicker an. Nicht, dass wir hier Probleme mit dem Überleben haben. Ich hab den PC über Nacht angelassen. Ich kann mal das hier ausmachen. Die Musik brauchen wir gerade nicht. Hallo? Autospeed-Klicker ist weiter oben. Da ist Speed-Auto-Klicker. So. Also jetzt ist der Weg folgender. Und zwar, wenn wir hier nach rechts gucken, den Fluss entlang, ist da ein Wasserfall. Da links geht's aber weiter. Und das Wasser schadet dir, da musst du aufpassen. Komm da besser raus, ich geh direkt zurück. Sollen wir die Wölfe da rechts töten, dass sie uns da nicht in den Rücken springen? Ja, komm. Okay, warte, ich pull die her. Die sind auch gefährlich, besonders in einer großen Menge, ne? Ja, weil sie sehr schnell, wie man sieht. Eigentlich müssen die jetzt tot sein. Ja, die sind auch Level 200, 300 plus. Wenn eine Gruppe 300er Wölfe haben, haben wir echt Probleme. Und ich habe schon Ramshackle Sattel für die Rex genommen, dass wir hier auf jeden Fall deutlich mehr Verteidigung haben. Oh, der steht richtig scheiße gerade, der unter mir. Okay, 160. Ist er behindert? Geh weg aus meinen Füßen, du blockierst mir ja meine Autorität. Sorry. Nicht du. 220 und 44, okay. Wieder als auf Melee Damage und ja. Jetzt mal rüber. Oh, noch mehr Wölfe. Nochmal drei Wölfe. Kann sein, dass wir da rechts jetzt sofort die Kristalle schon abbauen müssen. Dass die uns hier blockieren. Das geht eigentlich. Die Rex sind schon relativ stark. Wir kommen ja also gut durch. Plus den Mate Boost und den Buff Food. Okay, niemand kommt durch. Oh, noch ein Yeti. Toll. Warte, ich ziehe ihn raus. Oder genau so. So sollst du jetzt auch treffen, oder? Warte. Nee. Dein Arsch ist so fett, ich komme hier nicht durch. Oder doch? Dann geh halt vor. Oh, das sind zwei. Ja, geh nicht zu weit. Wenn wir eine ganze Gruppe von Tieren haben, sind wir einfach tot. Dann überrennen die uns. Da bringen uns die Rex auch nichts mehr. Hast du schon Schaden bekommen? Also mein Rex selber nicht. Okay. Ich muss gleich was trinken. Mal. Sind doch Anglerfische im Wasser. Ja, man kann ja trotzdem nicht an den Rand stellen und E drücken. Das geht ja. Ah ja, genau, Anglerfische, genau. Piranhas und Anglerfische sind hier drin. Das ist krass, ne? Cool.
Aber die tun uns nichts, wir können reinbeißen, die ignorieren uns, also wenn wir auf dem Weg sitzen. Aber generell so gefällt mir die Höhle so, von der Atmosphäre auch. Ja, achte mal, warte mal, bis das Ende kommt, das ist richtig cool. Das Ende sieht nochmal richtig cool aus. So, der große Blau ist durchlässig. Kurz Melee Damage hochmachen. So, haben wir gerade was hier in der Nähe oder kann ich trinken? Ich trinke mal kurz einen Schluck. So. Mach auch mal gerade den Speedclicker an. Ach ja, Fackel. Voll vergessen. Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ich pull mal Fledermäuse, ne? Gönn dir. Okay, komm. Soll ich die jetzt auch direkt holen? Ja, ne? Ja, mach. Komm, alles rein. Ich stell mich neben dich, dass wir beide angreifen können. Er geht doch nicht auf mich, geh auf den Rex, du Idiot. Drecksfledermaus. So, das war Nummer 1. Also zum Glück halten die Fledermäuse nicht ganz so viel aus. Aber man levelt hier sehr schnell, weil die Tiere so ein hohes Level haben. Ah, guck mal, die sitzen im Wasser fest. Ist das schön. Direkt vor uns, sie sind im Wasser. Sehe ich. Einfach reinbeißen und schmecken lassen. So, ich bin dann raus, Stück. Ne? Okay, bis morgen oder so, ne? Ciao. Bis morgen oder bis Freitag. Jo, bis dann, ciao. Jo, dann haut er rein. Ciao. Hatte noch echt Glück, dass du neu gekommen bist. Oh Gott. Die sind echt böse gefährlich. Bam. Ich brauch schon mal die ersten beiden Heiltränke bei mir. Nom, nom, nom. Lecker Yeti-Fleisch. So, weiter leveln, ey. Nochmal 2 Level gemacht, einfach so. Oh, nochmal ein Level gemacht. Nochmal 2 Level? Okay, meinetwegen. Wir müssen nach rechts, ne? Nach rechts, da vorne über die Schollen und dann nach links am Rand halten. Genau. Ja, hier ist ein Loot Crate. Okay, lass es mal hier clear machen. Im Wasser auch noch. Ich geh rein. Ja, okay, lass das mal trotzdem. Davon ist noch ein Wolf. Lass uns mal diesen Abschnitt jetzt mal sauber machen, dass wir hier auf jeden Fall. Okay. Ja, haut ab! Dann. Wölfe. Kommt hier denn hergesprungen? Cheater, ey. Aus der Wand? Das sind. Trägst Cheater. Wolf. Das war das eben noch einer, aber es sind 3. Das ist ein gelber. Oh, das ist ein gelber Loot Crate in der Höhle. Da könnte was Gutes drin sein. Locker gelbe Axt. Stein. Ja, Blueprint für eine Mastercraft Steinaxt, genau. Das wär's. So, ich geh hin. Jo, ich guck, dass ich dich beschütze. Hinter dir ist aber eine Fledermaus. Oh, Wolf, 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 Wolf! Wolf, Wolf! Direkt 3 Stück, ey. Ja, warum denn das Inventory? Bist du total behindert? Ach, das bist du. Oh, fuck. Boah. Ich dachte, das wäre mein Dino. Fuck, ey. Krass. Oh, fuck, ey. Ja, du hast hier oben Bett, ne? Hast ja Glück, du brauchst. Aber ich muss dich holen gehen, oder kommst du mit einem dritten Rex? Wieso macht dieser scheiß Rex denn nix? Mach doch mal was da hinten! Ignoriert er mich hier? Hab ich alle? Ne, da ist noch einer. Komm mal her! Ey, der frisst mich hier weg! Jetzt! Toll! Jetzt, wo der ganze Spaß zu Ende ist, da hilft der Drecksack mir. Aber ich komme hier nicht raus. Was blockiert mich hier? Boah, meine Fresse, ey. Ja, alles auf Melee Damage. Toll. ja. Ich kram mir mal schnell dein Zeug. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oder? Keine Ahnung. Gibt nicht so viele Wege. Ich habe mich jetzt schon verlaufen.
Nee, das ist ein anderer. Du musst über das Wasser geradeaus, dann kommst du runter, dann ey, kommst du da. Ganz ehrlich, was sind denn das für Kacksachen? Ja, tot. Schon wieder? Noch nicht, aber jetzt sofort. Oh Gott, das war im Gelben drin, okay. So, der Marvin ist wieder hier. Wir haben ihn kurz herteleportiert. Da habe ich gefragt, die Zuschauer im Stream, ob das okay für dich ist, weil im Endeffekt hat das Ganze nur die Sache beschleunigt und dich irgendwie unfair beeinflusst. Ja, irgendwie schon, aber wissen wir schon, ne? Ihr wisst, was wir meinen. Das sind Pinguine. Mein Rex braucht mal wieder einen neuen Andrew Stew. Gib deinen auch mal ein, dass wir wieder ein bisschen Power haben. Und jetzt gleich kommt eine Höhle, wo wir ohne weiteres nicht durchkommen. Da müssen wir uns dann den Weg freischaufeln. Melee Damage. Ich bin fast bei 200, fast bei 400%. Gehst du weiter? Okay. Halt dich rechts. Da ist noch eine Fledermaus. Sollen wir die kurz herlocken? Ja, wenn du möchtest. Da warte, jetzt eigentlich ist ja nicht so stark. Ich habe nur eine Fledermaus. Oh, da kommst du auch schon. Ah, die kommt jetzt bei mir rum. Komm, stirb einfach. Wo will die hin? Ist sie behindert? Sag mal ja. Ja. Okay. Ja, die ist auf jeden Fall total behindert, ey. Ich krieg den nicht, weil die hinter mir ist. Und ich kann nicht nach hinten gehen, weil hinter mir der Abgrund ist. Okay, ich renn nach vorne, lock die und... Haha, ausgetrickst. Aber leider ist die zu blöd für mich. Mastercrafted, Linkssattel. Skorpionsattel. Gerade gefunden? Ja. Oh, cool. Wie viel Verteidigung? 100, was ist denn das? Ach, jetzt kann die Zahl nicht aussprechen. 100 Verteidigung. 100, nein, 100. Oh, ich krieg das gerade echt nicht auf die Reihe, warte. Tu bei mir einfach in Reihe, dann zeige ich das. Ja, 146,9. So, Verteidigung. Boah, Gott, ist das anstrengend. Verteidigung, ja, hier, gebe ich dir. Bitte. Nee, 62 Verteidigung. Das ist die Haltbarkeit, was du vorliest. Aber wir haben eine Mastercraft Blueprint für einen Skorpion. Das ist ja cool. Das ist cool. Das ist cool. Das ist nice, ein schöner Fund. Das ist echt nice. So, ich sag kurz hier ein bisschen. Also die Rexy passen hier auf jeden Fall durch. Das weiß ich. Das habe ich schon ausprobiert. So. Hast du deinem Rex auch wieder Buff-Food gegeben? Jo. Gut. Hast du dir Buff-Food gegeben? Dass du, ja. Weniger... Kälteschaden bekommst oder allgemein weniger kälteempfindlich bist. Gut. Bam, bam, bam. Mittlerweile bin ich bei 400% Melee Damage. Läuft auf jeden Fall. Wieder ein bisschen Yeti wird uns hier ein bisschen stärker machen. So. Und weg ist er. Ah, Melee Damage, 401%. Ich muss kurz gucken, was hinter mir ist. Es kann auch sein, dass im Wasser drin Loot Crates sind, ne? Ja, ja. Hier komme ich gerade nicht durch, hier muss ich mich mal kurz freischaufeln. Ah, die 6. Oh, Rare Mushrooms. Okay, der Weg ist auf jeden Fall jetzt frei für mich. So. Renn nicht zu weit nach vorne. Nicht, dass da Gegner sind und du stirbst. Das wollen wir ja nicht. Genau. Also nicht schon wieder. Ich kann euch die Wand sehen. Ich weiß, wo wir sind. Nee, eigentlich nicht. Ecker. Kommst du weiter, oder? Gut. Ja, ich musste nur gerade ein paar Sachen rauswerfen. So, hier war das nämlich jetzt, glaube ich, ne? Nee, noch nicht. Aber hier, da an dieser Stelle, hier irgendwo, oder da war das, da kann ein Loot Crate spawnen. Da habe ich einen roten schon mal gesehen und ja, dafür wollte ich den Grappling Hook mitnehmen. So, der rennt runter. Ich nehme einfach die Abkürzung. Treffe ich die? Ne. Und jetzt? Jetzt treffe ich. Einfach draufspringen, so. Machen wir einfach hier so in bester Dark Souls-Manier einfach von oben drauf springen und schlagen. Dann weiß ich einfach selber sterben.
Okay, renn nicht zu weit nach vorne, sonst kriegen wir noch Probleme. Jetzt haben wir schon 4 von den Affen bei uns. Oh, draußen tobt wieder ein Sturm. Nur mal so nebenbei. So, noch 3. Der stirbt auch gleich. Ich konzentriere mich auf den linken. Und... geh nicht zu weit nach vorne, wenn da noch mehr sind, dann sind wir gleich tot. Okay, jetzt eigentlich egal. Bam! Wieder 3 Level gemacht, oder 2. Guck schon mal ein bisschen um, ob wir hier was finden. Irgendwo sind hier gleich ein paar Vorsprünge. Ich glaube, wenn man nach links geht, kommt man zu ein paar Vorsprüngen. Da könnten vielleicht Loot Crates sein, aber da habe ich nicht nachgeguckt. Wo waren die? Da ist ein Vorsprung, da ist aber nichts. Scheiß Fledermaus haut ab. Ja, lass wegrennen, ist egal. Okay, ich glaube, hier sind keine auf den Vorsprüngen. Kannst du kurz auf mich aufpassen? Ich gehe mal kurz nach oben und gucke nach, ob ich was finde. Nope, hier sind keine. Okay. Außer vielleicht ein Wolf! Wo kommt der auf einmal her? Das waren Ninja-Wölfe. Ja. Oder sowas. Oh Gott, was ein Drecksviecher. So. Alter. Was ein Drecksviecher. Diese großen blauen Kristalle sind zum Glück ohne Hitchbox. Da können wir einfach durchlaufen. Oh, hier müssen wir wieder abbauen. Warte. Sieht verdächtig aus, aber das glaube ich nichts. Oder können wir einfach drüber latschen? Ja, der können wir drüber latschen. Okay. Ja, hier wird's lustig. Greif erstmal die Gorillas hier an. Die Yetis. Ja, wenn wir 1000 Gegner haben, wird es nicht so lustig sein. Weil die sind doch ein bisschen heftiger in dieser Höhle. Ich finde das schade, dass man die nicht tamen kann. Man versucht ja einen Wolf zu tamen, aber ging leider nicht. Der war, ich glaube, Level 220. Den kann man zwar betäuben und der kriegt auch seine Taming-Bar-Anzeige, aber der frisst keine Kibbel und Fleisch. Das heißt, die Taming-Bar kann dann auch nicht steigen. Und das waren die Fledermäuse. Oh Gott, ich hänge fest. Kannst du nach vorne gehen? Okay, jetzt habe ich die. Perfekt. Oh, ich bin fast tot. Warte mal, ich muss da vielleicht ein bisschen Heiltränke fressen. Und der... Ach, den Rex ist aber gut. Der ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben... Ja, jetzt kommt die Stelle, die ich meinte, wofür wir die Strukturen brauchen. Die haben wir schon mal vorbereitet. Ah. Erster Gorilla. Kann sein, dass sie sogar nicht mehr hochkommt, wenn wir den einmal runterkicken. Oder? Kommt er hoch? Oh, wo kommt der davon mal her? Ja, die kommen immer aus den Wänden. Also hier, diese Stelle, hier links. Pass auf, dass sie nicht ins Wasser reinfällt, weil da kommt sie nicht mehr hoch. Ich glaube, wenn man durchsprintet, dann kommt der Rexor auf die eine Seite, aber der kommt, glaube ich, nicht mehr zurück auf unsere Seite hier. Also ich habe es geschafft, zwar beides, aber ich will es nicht riskieren. Weil da hatte ich mir einen Rex einfach kurz gecheatet und dann ging das. Und hier wollte ich einfach uns kurz eine Brücke rüberbauen, dass wir auf jeden Fall durchkommen. Deswegen haben wir auch Struktur mitgenommen. Okay. Ist er tot? Ja. Okay, kurze Fledermaus hier noch. Muss vielleicht mal öfters mal angewöhnen, diese blöde Fackel mal auszurüsten. Wo kommt hier von mal her?
Noch eine Fledermaus. Ich zwar an der Decke, aber ja, die kommen alle von der Decke. Aber ich sehe da oben keinen. Ja, direkt Cheater, ey. Ich hänge hier fest. So, der ist weg. Ist der weg? Eigentlich ja, oder? Okay. Dann versuche ich jetzt mal schnell zu machen. Bleib am besten auf dem Rex drauf. Wenn wir beide sterben, haben wir Probleme. Und die hier? Geht ja doch leichter als erwartet. Denn ist ein Wolf. Also warum hat der hier Rex ein Basement-Implantat hier Joel und dich? Weil Joel hier gestorben ist, an dem Rex. Hat den irgendwie angehittet oder so. In der Höhle. Ich glaube, das gespawnt. Warte. Ich wollte da noch was hinmachen. Okay, die gehen nicht. Davon ist ein Wolf. Sehr schön übrigens. Und der kommt zu mir. Ah, der hängt fest. Okay. Geht die Brücke oder jetzt, ja, sollten wir da noch was hier machen? Es geht. Ja gut, dann lassen wir es so. Mach kurz den Fallschirm wieder dahin. Und helft dir mal so langsam. Danke. Ja gut, dann rüber. Soll ich ausprobieren, ob die hält oder willst du? Nee, nee, geh du zuerst, du bist fetter. So. Leicht. Easy. Pass auf, hier ist die Decke niedrig, ne? Und ist hier finales Duell? Oh Gott, der drückt mich weg. Okay, dann helfe ich dir mal. Dankeschön, das ist nett von dir. Oh Gott, das Wasser ist hinter mir, ich fall runter. Oh, geschafft. Komm zu mir. Nee, nee, ich muss einfach nach vorne drücken, dass sie mich nicht runterschubsen können. Leben die noch? Also lebt noch einer. Ist er tot. Okay. Ich push vorwärts. Da kommen Wölfe. Und hier ist auch schon das Ende. Und bam, da oben ist einfach eine Gorilla-Statue. Und da oben ist auch das Artefakt auf der Stärke, glaube ich. Artefakt of the Strange, Lost Attack. Ja, das Artefakt hole ich mir jetzt als erstes. Ah, die sind Wölfe. Ich bin schneller da. Du blockierst mich. Ich will das nur zeigen, ey, für das Let's Play. So, geh mal zurück. Was blockierst du mich? Danke. Da unten schwimmt noch ein Wolf, okay. So, sind hier noch Fledermäuse. Ich sehe keins. Und guckt euch das Ding hier einfach mal an. What the fuck? Ich hab mich voll erschrocken, ich wäre aus der Welt kurz gefallen. Seht euch das Ding da mal an. Ist das nicht cool? Diese Gorilla-Statue da? So, ich hole das Artefakt. Artefakt of the Strong. Bam! Und zwar wahrscheinlich für den Boss, der demnächst kommt. Und damit wären wir durch die Höhle durch. Und ich würde sagen, wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen hoch für das Video, abonniere den Kanal, wenn du es nicht getan hast. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut. Ciao.